Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft City 2 auf dem Multiplayer-Server. Ihr wundert euch vielleicht, wo ich hier bin. Das will ich auch noch gar nicht verraten, weil ich habe hier im Moment zumindest eine kleine Geheimbase. Wir haben alles hier, wir haben Öfen, wir haben Kohle, wir haben Eisen, wir haben alles Mögliche. Ich möchte euch auch erklären, wieso eine Geheimbase. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich den anderen Spielern auf dem Server nicht vertraue oder sonst irgendwas, sondern der Gedanke ist einfach ein anderer. Ich werde ja zwischendrin Livestreams machen und das ist dann ein bisschen doof zum Nachvollziehen. So von wegen, der hat doch letztes Mal das schon gehabt oder wie kann das sein? Der war doch letztes Mal wo ganz anders. Und deshalb ist mein Gedanke, wir bauen verschiedene Projekte. In zum Beispiel Livestream bauen wir was anderes wie in den Folgen. So, und dass ihr da nicht durcheinander kommt, deshalb habe ich mir gedacht, ich fange da zwischendrin auf dem Server noch ein anderes Projekt an. Und dann können wir das besser teilen oder besser steuern. Und deshalb sind wir hier unten eben irgendwo auf der Welt in einer Geheimbase. Da gibt es natürlich einen Weg nach oben, nach unten. Natürlich einen Weg nach oben, wie ihr schon gesehen habt. Genau. Und hier werden wir eben. Hier werden wir eben nach und nach noch ein paar Sachen bauen, die dann zu dem Zeitpunkt, wo dann die Geheimbase nicht mehr notwendig ist, weil wir hier fertig sind, die wir dann ganz normal öffentlich machen. Aber wie gesagt, jetzt im Moment bleibt es erstmal geheim. Und dann sehen wir weiter. Übrigens, gerne mal bei Respastmi vorbeischauen. Das ist ein anderer Spieler, der hier auch auf dem Server streamt. Und, streamt noch nicht, aber aufnimmt. Der ist recht nice. Ist zwar noch relativ jung, aber hat richtig Bock daran, hier so ein Projekt mitzumachen. Und das freut mich natürlich auch. Weil es geht ja bei mir in Minecraft hauptsächlich um den Spielspaß. So, jetzt werde ich hier einen Platz machen für eine Fackel. Hier auch. Soll alles so ein bisschen mystisch hier unten sein, beziehungsweise so ja, nicht mystisch eigentlich, sondern eher so ein bisschen, weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Schönheit. Wir werden uns hier viel Mühe geben mit Bauen. So, das war falsch. So. Und ich hoffe, dass die anderen das auch akzeptieren, dass ich hier so ein bisschen geheim baue. Und dann nicht irgendeine Suche anfängt, so von wegen, boah, ich will jetzt unbedingt wissen, wo der hier das baut. Sondern akzeptiert es einfach, ihr werdet später auch was davon haben. Weil ich möchte hier unten, ich sage immer unten, ja natürlich, es muss ja unten sein. Ne, es könnte auch oben sein, wenn es ein Berg wäre. Aber ich möchte hier eben zum einen einiges mit Redstone machen. Und zum anderen auch so ein bisschen farmen, also Autofarmen, ist der Gedanke hier. Ich gehe noch mal eins weiter. Und das wird dann, ach Mensch, ich brenne den Stein so teuer und dann verschwende ich ihn.
Sie möchte hier eben so Redstone-Farm-Zeug bauen, ja. Es soll verschiedene Sachen geben, so eine Art kleine Fabrik. Und ich hoffe, dass wir das relativ schnell hinkriegen. Also wie viele Stufen haben wir noch ein paar? Dann können wir hier auch gleich die Stufen setzen. Und wie ihr seht, ich werde alles clean bauen. Also ich habe keine Lust hier, dass irgendwo irgendein Block steht, der da nichts zu suchen hat. Deshalb bauen wir hier alles schnieke. Das erste, was wir hier bauen werden. Oh, Kohle, das ist gut. Das erste, was wir hier bauen werden, ist eine Kelpfarm. Oder wer das Spiel auf Deutsch eingestellt hat. Ups. Hä? Bin ich zu doof? Warum kann ich nicht rennen? Ah, jetzt. Eine Kelpfarm ist eine Seetangfarm. So, weil Seetang, habe ich gehört, ist ein geiler Brennstoff. Muss mir hier wieder zubauen. Und spawnen da irgendwann Zombies, darauf habe ich keine Lust. So, lass mich mal rein. Hier kommt Holz. Okay. Seetang soll ein sehr effizienter Brennstoff sein. Und deshalb wird man hier damit eine Farm bauen. Sie soll soweit vollständig automatisch funktionieren. Heißt, der Seetang soll automatisch abgebaut werden und in Kisten gelagert. So ist zumindest mein Plan. Dann können wir ihn da rausnehmen und uns Brennstoff basteln. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich noch weitergehen, weil den Seetang muss man erstmal verarbeiten. Das heißt, den muss man erstmal brennen. Und dann erst kann man aus dem, denke ich. Moment, hier noch nicht, hier nicht mehr. So. Erst wenn der Seetang gebrannt ist, kann man daraus Blöcke machen. Und die Blöcke kann man dann eben als Brennstoff benutzen. Das können wir auch gerade eigentlich mal ausprobieren. Ich habe hier nämlich einiges an Seetang schon dabei. Ich hau hier einfach mal was in den Ofen. Da haben wir schon. Getrockneter Seetang. Soll ich hier nochmal eine Fackel setzen? Ich glaube schon. So, aber Stufen haben wir keine mehr. Haben wir noch Steine? Auch nicht mehr so viele. Ja, das wird unser Hauptproblem, dass wir keine Steine haben. Also da müssen wir immer mächtig Steine farmen, aber wir werden ja gleich unten noch einen etwas größeren Raum ausheben. Und dann sollte man genügend Steine haben. So. Ja, das sieht gut aus. Schön mit dem Holz hier. Das passt dann. So, 7. Ich glaube, wir brauchen 9 getrockneten Seetang. Warten wir gerade mal ab. Dann müssen wir nämlich keine Kohle mehr fahren. Oh, neues Rezept. So, und ich meine, das war so. Oh, oh, oh. Und dann können wir den hier, warte mal. Und die Kohle mal raus. Können wir daraus jetzt auch Fackeln machen? Nee. Vielleicht aus einem getrockneten Seetang. Das wäre ja geil. Nee, das
geht leider nicht. So, hier haben wir. Und dann hauen wir hier den Seetang rein. Und ihr seht, also wir gucken jetzt mal, wie viel ein Ballen Seetang, wie viel Steine der macht. Nehmen wir hier noch ein paar raus, weil ich weiß überhaupt nicht, was für eine Brenndauer der hat. 257, 869, 61, 62, 63, 64. So. Also wenn... Das lassen wir jetzt mal durchbrennen. Wir haben im Kopf, dass hier 64 Seetang drin sind. Dann können wir hier unten nämlich noch ein bisschen abbauen. Ich werde jetzt hier, glaube ich, erstmal so einen kleinen Raum bauen. Und dann müssen wir uns links und rechts, weil das soll schon ein bisschen größer werden hier unten. Und auch schön aussehen. So. Hier ist eine Mauer. Also der Raum wird hier erweitert dann. Hier und da. Und dann geht es hier erstmal rein. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was uns natürlich immer wieder zu Problemen führen wird, sind die Höhlen, die einfach im Berg sind. Das ist einfach so. Da werden wir, die werden wir dann wieder schön verbauen, sodass es hier unten im Berg ein bisschen versteckt ist. So, was haben wir hier? 11 Stück schon. Alter, das ist so geil. Ich nehme hier keine Kohle mehr. Kann man den auch einzeln da rein? Nee. Aber guck mal, wie lange das brennt. Das ist die doppelte Brenndauer von Kohle, Alter. Wir müssen die Farm fertig bauen. Aber sowas von. So krass ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wir kommen hier runter und dann sollen hier große Tanks sein mit der Seetang. So ist mein Plan. Dass der Seetang so effizient ist, hätte ich gar nicht gedacht. Ohne Witz nicht. So, ich muss eigentlich, muss ich hier mal eine Höhe festlegen. So. Weil es soll hier natürlich noch höher gehen. Ich möchte hier hinten eigentlich eine Höhe haben von 10. Aber ich... Nee, das ist zu nah dran. Wir müssen noch ein bisschen weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warte mal, ich muss auch bedenken. Wenn wir dann 3, dann kommt hier wieder ein Holz. Und dann würde hier wieder ein Holz kommen. Das heißt, hier kommt die Mauer hin. Okay. Wir möchten alles schön bauen.
sollen so riesige Tanks sein. Sollen nachher auch so aussehen. Wie große Tanks, die den Seetang produzieren. Gleich noch mal gucken, wie effektiv das Kelp ist. Seetang. Aber erst werde ich hier mal kurz die Struktur festlegen. Und dann werde ich bis zum nächsten Mal hier einiges noch an Steinen rauskloppen. Weil ich möchte mit euch natürlich nicht nur hier Steine hauen. Ist ein bisschen langweilig. Weil dann können wir nächstes Mal die Farm mal in Auftrag geben, beziehungsweise mal anfangen, die zu bauen. Also. Ja, nee, doch, passt. So, also hier kommt Holz rein. Schöne Symmetrie soll es geben. Das ist jetzt 2, 4, 5. Mein Auge. Mal noch ein bisschen nach oben. Ja, das war 5, dann haben wir jetzt 10. Reicht das? 10 scheint mir jetzt noch nicht so hoch. Doch, aber ich glaube, das passt schon. Was haben wir hier denn für eine Höhe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ist es nochmal 4 Blöcke höher. Ich glaube, das würde passen. Oh, noch mehr Kohle. Also diese Kelpfarm, die werde ich relativ flott wirklich in Angriff nehmen. Weil, wie gesagt, die Kohle, die wir da rauskriegen, die ist ja, also nicht die Kohle, den Brennstoff, der ist ja brutal effizient. So, wie hoch müssen wir denn noch? Nein! So, da haben wir auch schon einiges an Stein dann rausgehauen. Können wir dann alles nächstes Mal schon wieder verarbeiten. So. Passt erstmal. Achso, warte, ich habe vergessen, das Holz zu setzen. Voll. So. Doch, das passt, glaube ich. Das passt, glaube ich, von der Höhe wirklich gut. Das wird unsere Deckenhöhe. Und ihr seht, ich muss hier einiges. Ich werde, glaube ich, links und rechts mindestens 2 Tanks machen. Also ein Tank, 2 Tank. Ja, müssen wir einiges rausklopfen. Ich guck mal, ob ich gerade noch die Entfernung festmache.
dann kommt hier Holz. Lava, ich hoffe mal. Oh, wir sind auf Goldhöhe. What the fuck? So nice. Aha. Gold und Kohle. Wir können ja die Kohle nicht einfach so liegen lassen. Ich werde natürlich hier gucken, dass ich kein F3 anmache, sonst verrate ich euch ja die Position. Weil ich weiß die anderen, die schauen meine Videos. So, warte mal hier. Warte mal, habe ich geplant, dass in die Ecke auch Holz kommt? Nee, habe ich nicht. Also komm, warte, hier, das kommt ja auch raus. Dann kommt hier Holz. Ach nee, hier kommt schon wieder eine Höhle. Sind wir schon an der Ecke. Nein. Das ist aber jetzt ein bisschen doof. Müssen wir mal kurz Zeug wegbringen. Oh, dass dahinter direkt schon wieder eine Höhle ist, ist ein bisschen nervig. Also, warte mal. 20 aus einem Seetangteil kommen, kann sie 20 Steine brennen. Alter, wie brutal ist das denn? Also ganz ehrlich, ich werde nur noch Seetang verbrennen. Hier machen wir mal kurz ein bisschen Kohle rein, dass der Seetang fertig brennt. Aber das ist wirklich, das ist der Oberhammer. Dann brauchen wir. Halleluja. Aus einem Kelb kommen 20 Blöcke raus. Okay. Hammer. Das ist der Brennstoff der Zukunft. Auch Minecraft ist ökologisch geworden. Beziehungsweise nachhaltig. Finde ich cool. Also, wie gesagt, hier kommt der große Raum rein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge von Minecraft City 2. Ciao!